ist Peter. Hallo Peter! Peter möchte auf eine Weltreise gehen. Doch was muss er beachten? Denn Peter hat gehört, dass Gesten auf der ganzen Welt unterschiedlich verstanden werden. Sein erster Stopp ist in Frankreich. Für Peter bedeutet der Fingerkreis alles okay. Jedoch bedeutet er in Frankreich, Belgien und Tunesien, du bist eine Null. Zweiter Stopp, England. Peter ist Friedensaktivist, doch in England wird er mit seiner Geste die Menschen eher verscheuchen. Hier bedeutet es, hau ab. Weiter geht's, nach Kanada. Um seinen kanadischen Freunden viel Glück zu wünschen, sollte Peter sich diese Geste merken. Sie bedeutet viel Glück in Kanada. Nächster Stopp, Australien. Auch am anderen Ende der Welt muss Peter vorsichtig sein. Hier wird der Daumen hoch als vulgäre Geste empfunden. Auf dem Weg nach Hause noch ein Stopp in China. Wenn Peter hier einen trinken gehen möchte, sollte er diese Geste vermeiden. Ansonsten bekommt er gleich 8 Getränke. Und Peter, fühlst du dich nun gut vorbereitet?